Im sogenannten Bunzenwald am Kolomansberg befindet sich die heute vielbesuchte Kolomanskirche. Ursprünglich urkundlich nicht belegt, handelt es sich hier um eine heidnische Verehrungsstätte, die sich später dann zu einer sogenannten Rastlegende entwickelt hat. Wer hat hier gerastet? Es hat hier der heilige Koloman auf seiner Pilgerreise eine Station der Ruhe eingelegt, woraus sich dann später dieses volkskulturelle Heiligtum entwickelt hat. Die Kirche selbst ist ein viereckiger Blockbau, durchgehend beschindelt und stand über viele Jahre im Streit der Pfarre mit der Pfarre Dalgau und Monsee. 1500 wurde dieser Streit für Monsee entschieden, daher befindet sich die Kirche heute im Besitz der Gemeinde Monsee. Der erste Bau wurde wahrscheinlich errichtet um 1400, der heute belegbare Bau und sichtbare wurde 1700 belegt. In der Kirche selbst zeugen viele weggelegte Krücken und andere Gehhilfen, dass es sich in erster Linie um eine Heiligstätte für Augen, Gichtkranke, Gehkranke handelt, was also hier dadurch dokumentiert wird. Heute ist diese Kirche nur mehr eine Station bei den sogenannten Wetterbittstationen, das heißt also Prozessionen, wo gebeten wird für eine gute Ernte und die Verschonung von Unwettern.